Seltsam, also ich habe nur das Aufnahmeprogramm und hier Minecraft auf, aber ja, die Framerate will wohl nicht so. Vielleicht liegt es ja am Update, da kann ja man weiß was, was weiß ich hier liegen. Irgendwas habe ich auch gelesen, dass das Update 1.64 irgendwie mehr CPU oder was auch immer verbraucht hat als eigentlich geplant oder sonst was, was auch gefixt wurde mit 1.65, aber es kann ja alles möglich sein, es ruckelt wieder. Ich hoffe, das geht einigermaßen beim Anschauen. Ich kann das nämlich gerade absolut nicht ändern. Ich weiß nicht, was los ist. Und oh. Hier geht es wieder nach unten. Allerdings, wie gesagt, das schauen wir uns mal später an. Ich markiere die Höhle wieder. Ganz interessant hier. Aber das Eisen hier vorne. Ich habe Eisen gesehen. Das nehmen wir noch mit. So. Gut. Und dann sind wir jetzt noch auf der Landkarte drauf. Ja, klar sind wir noch. Gut, dann zieh ich noch die Musik an. Ich bin mal gespannt. Eigentlich könnt ihr mal eins von den neuen Liedern abspielen. Ich habe gehört, es gibt. Oh, ein Skelett. Tja, da brennst du was. Du bist ja richtig heiß, du. Ach komm. Sag mal, stirb jetzt endlich mal. Ich könnte eigentlich mal, wenn ich wieder ein Schwein sehe, dann könnte ich das mal killen und ein bisschen was an Futter holen. Und das werde ich auch machen. Ich hoffe mal, hier gibt es genug Schweine. Das ist, wenn ich jetzt nach unten gucke, dann ist das wieder so blöd, weil die Karte im Weg ist. Das könnte noch optimiert werden einigermaßen. Und was ist denn hier los? So, hä, was ist denn das für ein Höhleneingang? Das ist einfach nur ein Loch im Boden. Also, das wird gleich mal markiert hier. Und zwar am besten auch noch irgendwo weiter oben. Also, nein, 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 nein. Jetzt wird schon wieder Nacht und ich würde sagen, wir gehen wir zurück. Was sagt denn die Karte? Gehen wir zurück oder machen wir uns hier das? Quatsch, das mache ich jetzt hier. Dann wird so hier so ein Rumgescheißere. Ja, wir eilen zurück. Das wird jetzt eine Notunterkunft gebaut und gut ist. Das kriegen wir hin. Ich mache noch mal schnell ein bisschen Holz, besorge ich mir und dann, was können wir noch? Und mit der Erde. Oh, ein Schaf. Das ist mir gerade mal auch fort egal. So, machen wir hier ein bisschen Mäuerchen hin. Ach, hier. Ach, mal Platz hier. So, 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 so. Und den hier texte ich auch noch zu. Nein, das war daneben, aber egal. Das laggt ein bisschen. Das heißt, die Treffsicherheit geht nach unten. Also wenn die Framerate unter 20 geht, ist es ziemlich ruckelig. Aber zum Glück wird das angezeigt, was eine Framerate mal hat. Wäre noch schöner, wenn es so ruckeln würde und keiner weiß, warum. In der Hoffnung, das läuft einigermaßen jetzt. Kein Bock, dass ein Creeper von oben reinspringt. Es wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Ich wusste es. Naja, machen wir das so und so. Jetzt ist Zappenduster, jetzt sehen wir wieder nichts. Aber, na, das passt jetzt schon eher. Dann, ich könnte mal ein paar Steine eigentlich hier reinschmeißen. So. Und dann mache ich eine Crafting-Box. Das müsste reichen. Ich brauche drei für das Bett gleich. Und Eisen, das kommt hier raus. Dann kommt die Crafting-Box dahin und dann kommt das Bett. Das Bett machen wir hier. Zum Glück haben wir noch Wolle dabei. Es war mir arschklar, dass wir es wieder brauchen jetzt. Es kommt dahin und dann wird das Schwert ausgewählt und damit gepennt. Gepennt, so. Ja, so geht das schon eher. Und wir müssen uns mal Rüstung machen. Ja, jetzt funktioniert das auch mit dem Nächten durchpennen. Das ist doch schon mal was. Wir werden nicht jedes Mal von Zombies aufgeschreckt. Ich glaube, das liegt echt am Sand. Und nicht, weil irgendwo eine Höhle oder so in der Nähe ist, sondern einfach nur am Sand. Und das kommt weg und das kommt weg, die nehme ich alles wieder mit. Und ich grab mich nach draußen.
So. Und ja. Und das Schafe. Vielleicht brauchen wir wieder ein bisschen Wolle für ein neues Bett. Und ich denke mal, ich gehe noch ein Stück weiter nach hier drüben und dann nach hinten, damit ich auch die komplette Karte ausschöpfe. So, und jetzt dann nach oben. Und dann... Nicht runterfallen. Das wäre ein bisschen blöd dann. Ich könnte mal wieder eine Schaufel machen. Ich habe gerade zu faul dafür. Weil ich die Crafting Box wieder eingepackt habe. Hm. Cool. Naja. Mal sehen, ich brauche noch ein Schweinchen. Ich habe jetzt leider keine Angel mehr dabei. Das wäre ein bisschen blöd. Aber das müsste eigentlich laufen. Oh. Das würde irgendwo eine Höhle reinplumpsen. Schweinchen, Quatsch. Schäfchen. Aber wo ist Schweinchen jetzt? Verdammte Säue. Ich könnte mal antreten. Ich zerschlage mit meinem Bett etwas Erde. Hm. Aber daran will ich dann nicht mehr pennen, die ganzen Würmer, die dann im Bett rumkriechen und die ganzen Dreckklumpen. Sag mal. Hm, ja, das müsste jetzt schon das Ende sein fürs Erste. Weil nicht, dass wir uns jetzt verlaufen, wenn wir aus der Karte rauslaufen. Deshalb geht es jetzt mal wieder hier drüben. Und in der Hoffnung, der ganze Fleck, den können wir noch erkunden. Da hinten läuft ein Creeper rum. Zwei Creeper. Oder besser gesagt, da schwimmt ein Creeper rum, beziehungsweise zwei, da hinten ist noch einer da, irgendwo da. Hm. Wir könnten uns eigentlich holen hier. Oder nee, lieber nicht mit den fünf Herzchen, da riskiere ich mal lieber nichts. Ich bin schon, glaube ich, um das der Karte draußen. Nee, noch nicht, noch nicht. Gut. Dann geht's mal hier weiter. Und wir, oh, können mal abtauchen, mal gucken, wie tief es hier runter geht. Und was mir auch noch aufgefallen ist mit dem Update, ab sofort kann man auch schneller nach oben schwimmen, weil vorher hat das, oder vorher konnte man nur langsamer auf- und abtauchen. Abtauchen glaube ich gleich schnell, aber auftauchen geht jetzt schneller mit dem Update. Ist mir so zufällig mal aufgefallen nebenbei. Wir könnten eigentlich mal wieder etwas Lehm oder so irgendwie finden. Das wäre doch auch mal interessant. Man kann auch gar nicht so viel zu erzählen, wenn man durch die Gegend latscht und hier einfach nur erkundet. Irgendwie muss ich hier hochkommen. Irgendwann habe ich mal gehört, dass man, wenn man mit der Faust... Blätter oder so zerschlägt, dass da auch Äpfel rauskommen können. Ich habe bis jetzt noch nie irgendwie Äpfel gefunden. Keine Ahnung, wo es gibt. Ich glaube irgendwie nur Dungeon oder sonst was. Oder irgendwas Spezielles nur. Da sind Schweine. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann aus der Karte rausgehe. Ja, okay, ich würde schon noch zurückfinden, aber... Das können wir später mal machen. Und, ja, apropos Karte, mir ist aufgefallen, als ich das Spiel wieder geladen habe, dass die Map ziemlich groß wird. Also ich bin jetzt fast bei 20 MB, würde ich sagen. Und das kann dann noch größer werden. Und, oh. Ich laufe ein bisschen hier am Strand entlang. Das ist auch schon so ziemlich das Ende hier. Hier hinten wäre dann höchstens noch eine nächste Insel, wo wir lang müssten. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Ich laufe jetzt erstmal schön hier am Strand entlang, oder... Okay, Strand haben wir ja gar nicht. Hm? Wir könnten also in der nächsten... in dem nächsten Teil, wenn wir erkunden gehen, dann gehen wir nach da unten rechts hin von der Karte. Und dort wird es dann eventuell wieder die Eislandschaft geben. Das finde ich etwas interessanter, muss ich sagen, als gerade das hier. Ganz einfach, weil ich nicht so oft in Eisregionen bin. Und, ja, ich finde irgendwie die zugefrorenen Seen ganz interessant. Schäfchen?
Jo. Ich finde das nämlich ganz lustig, keine Ahnung warum. Da will ich noch ein bisschen Schnee machen, ein paar Schneebälle bauen und ja, vielleicht so ein Eisschloss oder sowas könnten wir uns da hin zaubern. Wir können an sich noch so viel machen. Wie gesagt, die Eisenbahnstrecke, die Monsterfalle, dann etwas ein bisschen in der Eiswelt da rumbasteln und ist auch cool im Durchgang. Und ja, erkunden müssen wir halt noch den Rest. Ich würde sagen, das ist doch schon hier am Rand, wo wir schon waren, genau. Hier drüben ist ja unsere Inselchen und dann geht's hier wieder zurück. Okay, das heißt, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg angelangt. Jo, also ich muss sagen, die andere Hälfte war ein bisschen höhenreicher. Die fand ich ein bisschen interessant als hier. Und Kürbisse, da hätten sich Kürbisse. Oh ja. Die lassen wir natürlich nicht stehen, aber hey, die Karte haben wir... Die Karte schon erkundet, aber da waren wir doch noch gar nicht. Hohoho. Kürbisse, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich Kürbisse finde. Einmal war es ganz am Anfang, da habe ich ein paar gefunden. Und einmal war es im Let's Play dann. Also ganz am Anfang habe ich, wie gesagt, ein bisschen rumgegangen und vorgearbeitet und ein kleines Häuschen gebaut, nicht dass es dann zu langweilig wird. Und da gab es auch schon drei Kürbisse und mal sehen. Die werden natürlich eingesackt. Und wie viele sind das eigentlich? Vier? Haben wir schon. Und wir haben gar keinen Helm an, aber jetzt haben wir einen Helm an. Wieder die Kürbishackfresse. Bäh. Sieht monstermäßig aus. Und jetzt steht auch der Charakter nur in Monsterform. Ein übergestülpter Kürbis. So, das Teil behindert zwar eher nur die Sicht, aber ist ganz lustig, finde ich. Haben wir nicht alle eingesammelt? Alle da? Jo, das müsste eigentlich schon gehen. Auch wenn es die Sicht behindert, ich lasse es erstmal ein bisschen an. Und wir gehen dann mal zurück. Achso, kann es vielleicht sein, dass wir irgendwie hier so entlang gelatscht sind und die Kürbisse schlichtweg übersehen haben. Oder nee, ich glaube, das ist doch ein bisschen nervig hier. 9 Stück waren es. So ist schon besser. Was sagt nämlich die Karte? Die Karte sagt, du bist am Arsch der Welt. Ja, genau. Ich muss nämlich da lang, so. In die Richtung und ich laufe die ganze Zeit da lang. Die Karte sagt, du bist am Arsch der Welt. Irgendwo muss da noch die Ritze hier sein, also na, vorne sind so die Krater. Und oben ist eine Bergziege. Nein, ein Schaf natürlich. Genauso wie im Navi. Gibt es gerade eine aktuelle Position lokalisieren und das sagt dir, du bist gerade am Arsch der Welt. Ist auch ganz lustig. Und du? Cool wäre es, wenn man mal so eine fliegende Insel oder sowas hat. Das bin ich schon am überlegen, ob ich das nicht mal im Let's Show bauen werde. Und euch dann mal ein bisschen so rumführen, weißt du, so, also wisst ihr, so eine schwebende Insel mit herunterfallenden Wasserfällen und bepflanzt und alles und ein Schloss obendrauf. Ist immer ganz cool. Mal sehen, da bin ich noch ein bisschen am Ideen sammeln. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hätte jetzt eigentlich einen Aufnahmestopp machen sollen, aber der kam so überraschend, dass ich überhaupt nicht reagieren konnte und auf die Stopptaste drücken konnte. Ich hoffe, das habt ihr jetzt alle überhört. Das war nämlich nicht so geplant und nicht so schön. Aber zu der Insel oder der fliegenden Insel, das bin ich mal noch am Testen oder Ausprobieren. Vor allem, wie groß die sein muss, weil entweder man muss das Glück haben, schon einen hohen Berg haben, dass man einfach den hohen Berg so da hinten, hier unten so absägt, so einmal sich durchgräbt und dann ja, ein bisschen noch in die Tiefe gräbt oder ein bisschen mit Dynamit ausbaut. Und